Eine Mutter von drei Kindern verschwindet am helllichten Tag und eine ganze Stadt ist in Aufruhr. Ist schon eine heftige Sache und jeder wünscht sich halt das eine, dass die Frau endlich gefunden wird. Ich kann sagen, muss sagen, dass multiple Stichverletzungen zu dem Tod geführt haben. Ich finde das schrecklich, weil man weiß ja nicht, wer das gemacht hat und wenn er hier noch rumläuft. Ich mache diesen Job seit mehr als 30 Jahren, aber ich habe selten eine unheimlichere Szene erlebt. Was ist Nelly Graf passiert? Wir sind in Halle, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld mit etwa 22.000 Einwohnern. Am Ahornweg lebte Nelly Graf. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Aber fangen wir mal mit dem an, was wir wissen. Nelly Graf ist verheiratet, hat drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen und wohnt hier im Ahornweg. Am Freitag, dem 14. Oktober 2011, verlässt sie ihr Haus und kommt nicht mehr zurück. Für die Freunde, aber natürlich besonders für die Familie, ist das Verschwinden von Nelly Graf ein extremer Schock. Als ihr jüngster Sohn an dem Tag nach Hause kommt, ist dort einiges seltsam. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Außerdem liegt ihr Handy, ihr Schlüssel und ihr Portemonnaie auf dem Tisch. Und dann liegt noch Fleisch zum Auftauen in der Spüle. Nur ihr Fahrrad ist weg. Später kommen dann die beiden anderen Kinder und auch ihr Ehemann nach Hause. Aber von Nelly Graf fehlt weiter jede Spur. Dann bekommt ihr Mann einen Anruf vom Arbeitgeber seiner Frau. Sie sei nicht zur Schicht im Discounter erschienen. Hat sie es einfach nur vergessen? Ihr Mann ist sich sicher, das passt nicht zu ihr. Am Sonntag findet ein Pilzsammler das Fahrrad von Nelly Graf. Und am Montag startet dann die Polizei eine riesige Suchaktion. Eine Hundertschaft durchsucht die Wälder ringsherum und Kriminalbeamte befragen die Familie und auch das Umfeld der Vermissten. Dann gründet die Polizei eine Sonderkommission. Die Soko Ahorn. Aber es gibt nichts, keine Spur. Wie kann das sein? Was ist mit Nelly Graf passiert? Der Fall bewegt die Menschen in Halle bis heute. Können Sie sich noch daran erinnern, an den Fall Nelly Graf? Ja, das war Schock für alle, für alle Frauen, vor allem in Halle. Ne? Ja, ein bisschen schon. Mein Mann hat sogar gesagt, du fährst nicht abends mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich habe jetzt auch eine kleine Tochter und denke auch, kann ich die eigentlich noch so alleine zur Schule gehen lassen? Aber ich kann sie ja nicht anketten, ne? Tragisch, dass sowas so nah an einem passiert. Man kennt sowas aus Romanen, aus Kriminalfilmen, die alle Fiktion sind. Traurig. Ich hoffe, das wird irgendwann aufgelöst. Was macht man, wenn man keine Spuren hat? Ich fahre zum zuständigen Polizeikommissariat in Bielefeld, um dort mehr über den Fall Nelly Graf herauszufinden. Was kann die Polizei sonst noch tun, wenn jemand wie Nelly Graf wirklich einfach so verschwindet? Im Fall von Nelly Graf ist es so, wir haben keine schlechte Ausgangsposition im Vergleich zu anderen Tötungsdelikten. Allein uns fehlt der Täter. Dadurch, dass dieser Vermisstenfall von Anfang an sehr ernst genommen worden ist, ist in den ersten Tagen eine ganze Menge rausgefunden worden. Anders in anderen Tötungsdelikten oder auch Vermisstenfällen wussten wir relativ schnell am Anfang sehr viel. Unseren Kolleginnen und Kollegen von der damaligen Mordkommission ist es sehr schnell gelungen, den Tattag zu rekonstruieren. Sie sind relativ schnell von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Wieso eigentlich? Die Familie von Nelly Graf hatte sie unmittelbar am Tag ihres Verschwindens vermisst gemeldet. Die verschwindet von jetzt auf gleich und lässt alles, was sonst jedem von uns irgendwie wichtig ist. Haustürschlüssel, Brieftasche und hinterlässt nicht mal eine Mitteilung. Da sind unsere Kolleginnen und Kollegen damals sehr schnell zu dem Schluss gekommen, hier muss etwas passiert sein. Aus eigener Veranlassung wird Frau Graf ihr gewohntes Lebensumfeld nicht verlassen haben. Am Wochenende nach dem Verschwinden druckt die Familie Suchplakate und hängt sie hier überall in der Stadt aus. Mama vermisst steht da drauf. Es muss für die total hart gewesen sein. Die Polizei geht jeder Spur und auch jedem Hinweis nach. Und so findet sie heraus, dass Nelly Graf am Vormittag ihres Verschwindens noch hier in der Sparkasse hinter mir Geld abgehoben hat. Da gibt's auch Kameraaufzeichnungen zu. Und vorher war sie noch bei dieser Apotheke hier. Darüber gibt's auch einen Kassenbon. Und davor war sie bei einem Arzt. Das weiß man auch sicher. Mancher hier in Halle hat vermutet, dass sie da vielleicht eine schlimme Diagnose bekommen hat und deshalb verschwunden ist. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass das nicht stimmt. Aber man sieht eben, wie sehr das die Menschen hier in Halle umgetrieben hat.
Viktor und Eugen Graf bei den letzten Vorbereitungen. In diesem Waldstück hat die Polizei noch nicht nach ihrer vermissten Tante gesucht. Jetzt wollen es die beiden mit freiwilligen Helfern auf eigene Faust versuchen. Also ihr alle, ihr kommt jetzt mit mir mit nach unten. Doch auch diese Suchaktion brachte bisher keinen Erfolg. Bis in den Januar 2012 sucht die Polizei nach Nelly Graf. Sie geht mittlerweile auch von einem Gewaltverbrechen aus. Aber es gibt keine Spur, sie steht weiter vor einem Rätsel. Und deshalb wird dann auch die Sonderkommission aufgelöst. Für die Familie muss das der totale Horror gewesen sein. Und dann bekommt die Familie diese Nachricht. 4 Monate nach dem Verschwinden von Nelly Graf ist jetzt sicher, die Mutter von 3 Kindern wurde Opfer einer Gewalttat. Die Leiche, die am vergangenen Donnerstag in Halle gefunden wurde, ist laut Staatsanwaltschaft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die von Nelly Graf. Kleidung und Schmuck der seit Oktober vermissten Frau fanden die Ermittler an der Leiche, die Spaziergänger am Donnerstag in einem Waldstück bei Halle entdeckt hatten. Die Obduktion der Leiche hat ergeben, Nelly Graf wurde erstochen. Eine, die damals dabei ist, als die Leiche gefunden wird, ist Nicole Donath. Die Journalistin arbeitet seit mehr als 30 Jahren für eine Lokalzeitung in Halle. Hier ungefähr muss das gewesen sein. Wahnsinn, das sieht man richtig, ne? Diese Kuhle hier. Als Sie hier angekommen sind an dem Tag, wie haben Sie das hier wahrgenommen? Wie sah es hier aus? Die Leiche, die war ja am Erdreich festgefroren. Ja. Und es wurde noch ein Presslufthammer herbeigeschafft. Der sollte halt diesen gesamten Erdblock mit der Leiche aus dem gefrorenen Boden lösen. In der Hoffnung, dass man viele Spuren irgendwie noch sammeln kann, wurde dann hier vorne auf dem Feld ein großer Kran aufgebaut. Und an die Spitze des Krans wurden große Scheinwerfer gehängt. Und man hörte halt durch die Nacht nur diesen Krach dringen. Und das machte den Tag am Ende extrem unheimlich. Also ich mache diesen Job seit mehr als 30 Jahren, aber ich habe wirklich selten eine unheimlichere Szene erlebt, eine bedrückendere Szene als diesen Tag oder diesen späten Abend. Natürlich sickerte irgendwann durch, dass es sich bei dem Leichenfund um eine sehr kleine Person handeln würde. Und irgendwann verdichtete sich einfach so die Annahme, dass es sich wohl um Nelly Graf handelt. Augen und Mund waren mit Panzerband verklebt, die Hände mit Kabelbindern gefesselt. Und der Oberkörper war übersät von Stichverletzungen, vor allen Dingen im Brustbereich. Und wie wir dann im Nachhinein von der Polizei erfahren haben, hatte man Nelly Graf postmortal noch die Kehle durchtrennt. Was würden Sie sagen, was hat diese Tat mit der Stadt gemacht, mit den Menschen hier? Tja, im Rückblick von 11 Jahren würde ich sagen, dass tatsächlich einiges in Vergessenheit geraten ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das natürlich eine unfassbare Geschichte. Wir haben hier einen kleinen Ort wie Halle, gut 20.000 Einwohner, und da verschwindet plötzlich eine Frau, Mutter von 3 Kindern, und keiner will irgendwas gesehen haben. Das fühlte sich wirklich sehr merkwürdig einfach an. Nach dem Fund der Leiche beschließt die Polizei, die Bevölkerung bei der Suche nach dem Täter mit einzubeziehen. Sie alle wollen helfen, den Mörder von Nelly Graf zu finden, nehmen freiwillig an dem Massengentest teil. So soll der Kreis der potenziell Verdächtigen nach und nach verkleinert werden. Auf dem Leichnam von Nelly Graf findet die Polizei eine männliche DNA-Spur. Mehr als 6.000 Männer aus Halle und Umgebung nehmen an einem Gentest teil. Eins ist klar, alle, die hier sind, wollen bei der Lösung des Falles helfen. Aber auch das führt am Ende zu keinem Ergebnis. Der ermittelnde Staatsanwalt von damals ist auch heute noch im Dienst. Wie ist das, bis heute keinen Täter gefasst zu haben? In meiner beruflichen Karriere habe ich nicht viele Fälle, die nicht abgeschlossen sind. Und bei Nelly Graf ist natürlich auch ein Fall, der großes Mediales und auch Aufsehen vor Ort erregt hat. Und auch ungewöhnlich war, und deswegen begleitet er mich jetzt und wird mich auch noch weiterhin begleiten. Welche Informationen fehlen Ihnen tatsächlich noch? Wie ist das Fahrrad zum Auffindeort gekommen? Ne? Hat jemand gesehen, wie dieses Fahrrad dahin geworfen wurde? Oder Nelly Graf selbst möglicherweise das Fahrrad dahin geworfen? Das sind natürlich alles Fragen, die uns interessieren und die noch nicht letztlich komplett aufgeklärt worden sind.
Warum ist Ihnen persönlich dieser Fall noch so wichtig? Natürlich ist das für mich persönlich eine Situation, mit der man leben zu lernen muss, dass man so einen Fall nicht abgeschlossen hat. Und es ist also auch ein persönliches Anliegen, dass dieser Fall für die Familie Graf, die es ja schwer erschüttert hat, auch zum Abschluss gebracht werden kann. Das hier ist der Aktenraum der Polizei. Und hier lagern auch total viele und auch tausende Seiten zum Fall von Nelly Graf. Der leitende Ermittler von damals, der ist mittlerweile im Ruhestand und möchte auch nicht mehr mit uns über diesen Fall reden. Aber natürlich ist auch er frustriert, dass dieser Fall am Ende nicht gelöst werden konnte bis heute. 8000 Spuren, kein Täter. Es nagt, oder? Es ärgert. Es nagt nicht, aber es ärgert. Zumal wir ja nahezu ein Jahr in dem Fall ermittelt haben und am Ende mit leeren Händen dagestanden haben. Für die ermittelnde Polizei ist das natürlich ein ziemlich unbefriedigender Ausgang ihrer Arbeit. Für die Familienangehörigen und für die Freunde von Nelly Graf eine Tragödie. Es kamen 500 Gäste, deshalb fand die Trauerfeier in der evangelischen Kirche statt und nicht am Friedhof. Dort erfolgte anschließend die Beisetzung. Für die Polizei geht die Suche nach dem großen Unbekannten weiter. Sie hofft, durch DNA-Spuren Hinweise auf den oder die Täter zu bekommen. Die 47-Jährige war Mitte Oktober in Halle offenbar entführt und dann erstochen worden. Die Polizei hofft weiterhin auf Zeugen. Jede Aussage könne weiterhelfen. Aber dazu ist es ja bis heute, mehr als 10 Jahre später, immer noch nicht gekommen. Der Fall ist einfach nicht gelöst. Ich muss sagen, bei den Dreharbeiten zu diesem Film ist mir besonders nahegegangen die Situation in dem Wald. Zu wissen, wir standen an der Stelle, an der Nelly Graf gefunden wurde, tot. Das hat echt was mit mir gemacht. Mehr Kriminalfälle aus NRW findet ihr hier.